Ja, das Newton-Verfahren ist eins der ganz wenigen Beispiele in der Numerik, die man wirklich auch in der Schule anwendet im Allgemeinen. Und deshalb wollen wir uns zwei ganz einfache Beispiele, zwei Schulbeispiele hier auch anschauen. Okay, gut. Also, zunächst mal, wir untersuchen die Funktion f von x gleich x Quadrat minus a mit einem festen a größer als 0 und wir suchen eine Nullstelle davon und es ist natürlich klar, die Nullstelle, die wir suchen, ist x quer gleich Wurzel a und ich habe hier schon mal die Ableitung notiert, das ist nichts anderes als 2x. Wie sieht das Newton-Verfahren dazu aus? Naja, es ist g von x gleich x minus f von x durch f' von x, also x minus x Quadrat minus a durch 2x, dann haben wir hier vorne ein x minus x halbe plus a durch 2x, also insgesamt ein 1/2 mal x plus a durch x. Okay, das ist auch bekannt als das Verfahren von Heron und ja, macht man unter dem Namen, glaube ich, auch in der Schule. Und die Idee ist, man möchte damit numerische Approximationen für die Wurzel einer Zahl ausrechnen. Ich behaupte, dieses Verfahren konvergiert für alle x0 größer als 0 gegen einen Fixpunkt von g und gegen eine Nullstelle von f, also gerade gegen Wurzel a. Okay, erstmal, wir betrachten das Ganze erstmal von r plus nach r plus. Das ist jetzt noch kein vernünftiges Fixpunktverfahren, das wir auf so einer Definition bauen können, denn dazu brauchen wir natürlich, dass die Menge d, die Teilmenge d, abgeschlossen ist, auf der wir arbeiten, und die Menge r plus der positiven Zahlen ist natürlich nicht abgeschlossen. Ja? Aber zumindest mal ist das hier schon mal wohl definiert. Wenn ich nämlich hier eine positive Zahl einsetze, dann kann ich wirklich das g auch bilden und es kommt auch wirklich was Positives raus. Also das ist erstmal wohl definiert, was hier steht. Okay, gut, also alle x-Kreise sind wohl definiert und positiv. Dann Wurzel a ist ein Fixpunkt von g und es ist auch der einzige Fixpunkt von g auf r plus. Naja, so haben wir dieses Newton-Verfahren gerade gemacht, dass nämlich die Nullstellen von f Fixpunkte von g sind. Ne, aber f hat nur eine Nullstelle auf r plus, also wird das auch wohl der einzige Fixpunkt von g sein. Okay, ich behaupte, g von x hat ein Minimum bei Wurzel a. Okay, schauen wir uns das an. Also ganz klassisch. Wir wollen zeigen, dass diese Funktion g ein Minimum hat. Also setzen wir die Ableitung 0. Die Ableitung ist 1/2 1 minus a durch x Quadrat. Das heißt also, das Minimum wird angenommen an der Stelle Wurzel a. Und die zweite Ableitung, also die an der Stelle Wurzel a haben wir eine Nullstelle. Die zweite Ableitung an der Stelle a, Wurzel a ist positiv, wenn wir nochmal ableiten. Das heißt also, g von x hat ein Minimum bei g von Wurzel a und g von Wurzel a. Wir haben gesagt, g Wurzel a ist ein Fixpunkt. Das heißt, g von Wurzel a ist Wurzel a. Und das heißt, g von x ist immer größer gleich Wurzel a. Okay. Gut, also ist g eine Abbildung von, wenn ich so will, von Wurzel a unendlich auf Wurzel a bis unendlich. Und das macht absolut Sinn, denn wenn ich hier irgendwas einsetze, kommt immer was raus, was größer gleich Wurzel a ist. Und ja, das heißt, das ist eine sinnvolle Abbildung, was hier vorne steht. Insbesondere dieses Intervall, abgeschlossene Intervall von Wurzel a bis unendlich, das ist abgeschlossen. Ja, und das bedeutet, das ist jetzt ein wunderbarer Kandidat für den Banachschen Fixpunktsatz. Das erfüllt nämlich zumindest schon mal die Voraussetzung, dass dieses Intervall, das Intervall für die Selbstabbildung, dass das abgeschlossen sein muss. Okay, wunderbar. Was brauchen wir jetzt noch? Wir haben die Selbstabbildung, wir haben die Abgeschlossenheit, wir haben natürlich die Vollständigkeit, wir brauchen noch die Kontraktion. Und dazu schauen wir uns an, dass x auf dem Intervall Wurzel a bis unendlich. Naja, da gilt die Ableitung von g, das hatten wir gerade gesehen, das ist 1/2 mal 1 minus a durch x Quadrat. Naja, wenn das x größer ist als Wurzel a, das hat, ist größer gleich Wurzel a ist, dann ist 1/2 mal 1 minus a durch x Quadrat, naja, das hier ist dann kleiner gleich 1 vom Betrag her. Das heißt also, das ist kleiner gleich 1/2. Okay, ja, das hier liegt zwischen 0 und 1, also ist es bestimmt kleiner gleich 1/2.
Okay, gut. Das heißt also, die Ableitung ist kleiner gleich 1/2. Das heißt, das g ist kontrahierend auf diesem Intervall von Wurzel a bis unendlich. Und damit haben wir jetzt alles zusammen. Das g ist kontrahierend. Es ist eine Selbstabbildung. Die anderen Sachen sind auch alle erfüllt. Das heißt also, das Fixpunktverfahren konvergiert. Mit anderen Worten, das Newton-Verfahren konvergiert. Und es muss konvergieren gegen einen Fixpunkt von g. Der einzige Fixpunkt von g, den es gibt in diesem Intervall, ist Wurzel a. Also konvergiert xk tatsächlich gegen Wurzel a. Okay, gut. Das gilt jetzt natürlich nur, wenn unser x0 tatsächlich in d liegt, also größer gleich Wurzel a ist. Was ist, wenn das x0 kleiner ist als Wurzel a, also zwischen. Na, da habe ich mich hier vorne verschrieben. Das x0 soll liegen zwischen 0 und Wurzel a. Und wenn das der Fall ist, dann gilt natürlich trotzdem, dass das x1 größer gleich Wurzel a ist. Ja, das haben wir ja vorhin gesehen. Also wenn wir was einsetzen in g, dann ist das Ergebnis immer größer gleich Wurzel a. Das heißt, wenn wir irgendwo zwischen 0 und Wurzel a anfangen, dann ist auf jeden Fall das nächste Folgeglied größer gleich Wurzel a. Und da wissen wir, dass es konvergiert. Also konvergiert auch insgesamt die ganze Folge xk. Nur vorne der erste ist und unter Umständen ein bisschen komisch. Okay, gut. Das heißt also, das Ganze konvergiert wirklich gegen Wurzel a. Es konvergiert auch schnell gegen Wurzel a. Das haben wir vorher bewiesen. Und tatsächlich ist das ein wunderbares Verfahren, um die Wurzel einer Zahl numerisch auszurechnen. Okay, jetzt zu einem Beispiel, das Ihnen wahrscheinlich ziemlich unsinnig vorkommen wird. Ich werde anschließend sagen, warum es nicht absoluter Unfug ist. Wir betrachten die Funktion f von x gleich a minus 1 durch x. Die Ableitung f' von x ist 1 durch x Quadrat. Die Nullstelle, naja, also die offensichtlich die einzige Nullstelle dieser Funktion ist 1 durch a. Ja, also das macht jetzt wenig Sinn. Wir setzen wieder voraus, dass a ist größer als 0. Damit können wir das zumindest mal hinschreiben, aber es scheint jetzt nicht allzu viel Sinn zu machen, das Verfahren tatsächlich einzusetzen. Ich könnte ja auch einfach hier vorne teilen und dann habe ich das Ergebnis auch so. Ja, also ist nicht so ganz klar, warum ich das mache. Aber passen Sie mal auf. Okay, ich mache dafür das Newton-Verfahren. Das Newton-Verfahren hat die Fixpunktfunktion g von x gleich x minus f von x durch f' von x. Komme ich in diesem Fall, wenn ich das alles einsetze, auf 2 mal 2x minus ax Quadrat oder x mal 2 minus ax. Okay, also wir setzen diesmal mal ein, eine Zahl aus dem offenen Intervall, linksoffenen Intervall 0 bis 1 durch a. Naja, dann ist auf jeden Fall auf diesem Intervall ist auf jeden Fall mal 2 minus ax größer als 1. Okay, das heißt also, g von x ist, das hier vorne ist dann größer als 1 und das bedeutet, g von x ist größer als x. Das heißt, in diesem Fall ist g monoton steigend. Ja, das heißt, g von x ist größer als x. Das heißt, g ist monoton steigend auf diesem Intervall von x bis 0 bis 1 durch a. Okay, gut. Dann, was ist mit dem Gestrich von x? Wir suchen uns wieder so ein Maximum von g. Dazu schauen wir uns die Ableitung an und es gilt 0 ist g' von x für das Maximum, ist 2 mal 1 minus ax. Naja, und das bedeutet nichts anderes als x durch x gleich 1 durch a. Das heißt, in diesem Fall hat g ein eindeutiges Maximum an der Stelle 1 durch a. Und naja, also an der Stelle 1 durch a, das g von 1 durch a ist 1 durch a und es gilt g von x ist kleiner durch 1 durch a. Warum ist das ein Minimum? Naja, also wenn wir hier nochmal ableiten, dann steht hier warum ist das ein Maximum, das 1 durch a? Wenn wir nochmal ableiten, dann steht hier ein minus 2a. Wir hatten vorausgesetzt, dass a ist positiv, das heißt, das ist kleiner als 0 und damit ist das hier tatsächlich ein Maximum. Okay. Gut, das heißt also, diese Funktion g ist monoton steigend. Sie ist durch 1 durch a nach oben beschränkt. Und dann gilt dasselbe natürlich auch für unsere Newton-Folge xk. Das heißt, das xk ist monoton steigend und durch 1 durch a nach oben beschränkt. Und das bedeutet nichts anderes als xk ist konvergent. Okay,
Jetzt haben wir zumindest mal, dass es überhaupt konvergent ist. Wie sieht es aus mit dem Limes? Naja, ich nenne y mal den Limes und ich schreibe mir die Form hin, xk plus 1 gleich g von xk. Das g ist stetig. Das heißt, denn das g ist kontrahierend und damit stetig. Das haben wir ganz am Anfang mal bewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier k gegen unendlich gehen lasse, dann geht die linke Seite gegen y, die rechte Seite geht gegen g von y, weil das g stetig ist. Und das heißt, es muss gelten, y gleich g von y. Und damit muss y ein Fixpunkt von g sein. Und das bedeutet, dass xk konvergiert gegen den eindeutigen Fixpunkt. Und das war 1 durch a. Okay, gut. Das heißt also, wenn ich mit dem x0 starte, mit irgendeinem Wert kleiner als 1 durch a oder zwischen 0 und 1 durch a, dann habe ich auf jeden Fall hier eine Konvergenz gegen 1 durch a. Ja, wo ist jetzt der Sinn? Ja, also ich hätte doch auch einfach hier vorne durch 1 durch a teilen können, 1 durch a bilden können und dann hätte ich auch sofort die Lösung dieses Gleichungssystems gehabt. Warum muss ich dafür eine Folge machen? Naja, das Teilen, das schriftliche Teilen, haben wir wahrscheinlich alle mal gelernt. Ich weiß gar nicht, macht man es in der Grundschule oder in der Unterstufe? Wenn ich Sie jetzt bitten würde, das mal für ein kompliziertes A zu machen, also ich würde jedenfalls scheitern. Das heißt, das schriftliche Dividieren ist gar nicht so einfach. Was man natürlich macht, ist, man tippt das in den Taschenrechner ein und lässt den Taschenrechner dividieren. Das Blöde ist, der muss auch irgendwie dividieren und auch für den ist das Dividieren gar nicht so einfach. Deshalb zumindest bis vor 2-3 Jahren in den neuesten Generationen wird es ein bisschen anders gemacht, war die Standardmethode wie CPUs, also Prozessoren, eine Division durchgeführt haben. Sie haben genau diesen Kehrwert 1 durch a gebildet. Und zwar einfach dadurch, dass sie zunächst mal eine grobe Näherung mit so einem kleinen Lookup-Table, also mit einer Tabelle, hat man im Grunde erstmal eine grobe Näherung für 1 durch a rausgefunden und hat dann einfach einen Schritt des Newton-Verfahrens gemacht, nämlich genau diese Iteration, die hier vorne steht, um das zu verbessern. Und dann ist man tatsächlich mit einmal in eine Tabelle gucken und hier zwei Multiplikationen und hier vorne noch eine Subtraktion, bekommt man dann tatsächlich das Ergebnis. Und das ist wirklich attraktiver, deutlich attraktiver, als wenn Sie wirklich die schriftliche Division durchführen. Der Beweis ist einfach, versuchen Sie das mal selbst. Ja? Also zweimal multiplizieren und noch einmal addieren, das wäre Ihnen, glaube ich, viel lieber, als wenn ich Ihnen eine Aufgabe gebe, wo Sie mit 20 Stellen dividieren müssen. Okay, gut. Das heißt, obwohl es eigentlich unsinnig aussieht, war es zumindest bis vor 1-2 Jahren, ich glaube inzwischen ist es anders, eine der am häufigsten benutzten Anwendungen für das Newton-Verfahren.